Hallo Hallo. Axel! Achso, oh hallo. Hallo, Leute. Axel. Töte-Update, was? Na dann. Und schon schickt er den alten Roboter los. Der Arme. Voll gemein, oder? Das nächste Mal Kabel ist die Roboter. Ey, springt nicht runter, kann man wieder nachladen. Ja, das stimmt, das war cool. Aber ich bin nicht so. Ach nee, ihr könnt ja oh mal wieder Mann, du hochkommen. Du brauchst eine Säurewaffe. Das ist doch eine Treppe. Ja, hab ich doch gerade gesagt, ihr könnt ja auch wieder hochkommen. Iridium? Iridium? Ja. Also ich hätte diese Aufnahme hier nicht beenden, ohne dass ich in der Stadt war und Dickfett Iridium geshoppt habe. Ich weiß nicht, was euch geht. Nein! Hier ist ein Auto mit dem Fahren. Oh ja, das sieht auch cool aus. Mit dem Mond dahinter. Nice. Echt? Du steigst ja erst ein. Okay. Na? Alter, guck mal, wo ich stehe. Oh ja. Oh, Alter, da unten ist eine Talsperre. Das sieht nett aus. Was soll ich machen? Du stehst halb in der Luft. Ich kann aber nicht fliegen. Nee, deswegen, warum eigentlich nicht? Guck mal, wir lassen Axel schon mal die Drecksarbeit machen, wenn wir hier. Ja. Ich will eine Säurewaffe. Oh, Axel, da überleben die einer in die Luft gegangen. Oh, da ist es wieder. Natürlich. Ich bin voll. Oh. Lol! Er liegt auf dem Boden! Der Arm. Oh Gott, ey. Ist das Hyperion? Die auf uns schießen oder was ist das? Weiß gar nicht. Was ist gerade eine Einheit, die gelandet ist? Das. Lol. Achtung, Selbstverschwörung! Da müsste da oben drauf stehen, sonst das blaue. Was? Ich hab Medikits gefunden, Leute. Wenn die zum blauen Kopf ankommt, dann wollen sie sich in die Luft jagen. Ah, ja. Medi! Was ist los? Oh, nice. Ich höre mehr Schüsse als üblich. 29. Ich warte immer noch auf eine Antwort von Hyperion. Iridium ist drauf, Iridium ist voll. Was, Iridium ist voll? Er hat Iridium gefunden. Und Zander ist im Laufen. Ja. Alter! Check doch sie. Ui! Oh ja, ich muss mich hochziehen. Achtung, Achtung, Pantale! Oh Gott! Das war mies, ey. Naja, ich hab versucht, Rückendeckung zu geben. Hä? Lol. Verbindung verloren? Ich hab auch die Verbindung verloren. Was? Ist Ene gecrashed? Ne, ich kämpf doch. Lol, what? Oh Ene mein Gott, heute ist Mittwoch, ne? Wieso? Team hat, Update, also. Ne? Was, ihr seid jetzt alle raus, oder was? Ja, du bist noch drin, weil du natürlich auch offline weiterspielen kannst, aber Steam hat gerade Dings, also Wartung, und deswegen haben wir jetzt keine Verbindung mehr. Ja, wir haben gerade neu angefangen. Ja, 4 Minuten läuft die Aufnahme und Leute, wir werden jetzt einfach hier einen Cut machen und genau. Dann spielen wir einfach weiter in der nächsten Folge. Genau, sobald das wieder geht. Easy. Ja. Traurig. Ja, normalerweise geht das ganz schnell. Das sollten eigentlich nur so 2-3 Minuten sein. Ach so, meinst du? Wir können auch einfach bei dir dann eigentlich direkt wieder joinen. So. Das heißt, wir können jetzt einfach die da eben töten. Ach und dann so. Sollten wir eigentlich vielleicht wieder reinkommen. Jetzt können. Und dann. Nur die 2 Munition benötigt. Nur. Also, irgendwo schießen die hin, auch nicht auf mich.
Und? Meint ihr, es geht weiter, oder? Ich schau mal. Oh, der war einfach noch weiter geklickt. Oh. Also ich... Sitzung wird wieder hergestellt. Ja, wir sind wieder da. Okay. Könnt ihr mit direkt joinen, oder? Ich glaube, ich muss kurz kurz laden, weil dich sehe ich noch nicht online. Ich sehe es gerade nur Exo online. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hast du dein eigenes Spiel gestartet? Ja, aber weiter gedrückt. Spielst du normal weiter. Wenn du auf weiter klickst, spielst du normal weiter. Du musst bei mir joinen. Genau. Weiter, der Lappen. Ich habe übrigens die Aufnahme noch nicht abgebrochen. Ich schneide dann einfach später. Ich habe tatsächlich Pause gemacht, aber ich schneide es einfach auf. So, also ich bin schon drin. Ja, also das Team Connection ist wieder da, genau, schneller als gedacht. Ich kann direkt wieder Money kaufen, easy. Weil Ex und ich waren wieder am Anfang. Geil. Ich hab ein Problem, ich hab keine Money mehr. Du hast keine Money mehr? Ich find das lustig. Ja, was? Ich find's lustig. Ich konnte welche kaufen. Machen, weil du einen Bug hattest. So hier. Scheiß Roboter! Ich rotifizier dir die Fresse! Hallo. Hä? Irgendjemand schießt hier. Da vorne ist auch schon ein Ding. Den haben wir ja schön eingeholt. Ne, wack. Oh Leute, ich hab da hinten einen Face. Oh Gott, so lauter. Ist das Heilungszeug? Ach, hier war ein bisschen Speicherpunkt. Was macht ihr, Leute? Hä? Schieße. Du hast dich hinter mir als Schutzschild versteckt, du Sau. Ich kann nicht. Hab sie gesehen. Dein Mann schützt. Echt? Boah. Leute, vielleicht schneide ich das auch nicht hier raus, die 2-3 Minuten, die ich da ist. Übler Loader! Oh mein Gott, wir sind so am Arsch. Das ist ein Badass Loader. Schau unser Leben. Nehmt meine Granaten und stirbt. Okay. Oh mein Gott, alles leuchtet. Oh mein Gott, wir haben Reparaturroboter. Ihr müsst die Reparaturroboter müsst ihr weg. Ja. Oh, der Boss. Ja. Schau unser Leben, Excel. Warte, weg. Halt still! Oh mein Gott, danke! Ja, ich renne um mein extras Leben! Alter, ist gerade so geschafft! Das war richtig knapp, ey! Danke! Gott sei Dank konnte ich mich unsichtbar machen die Zeit! Ich hab sein Bein abgeschossen! Alter, zum Glück hat mein Schild auf! Nein. In dieser Welt hier habe ich Schwächen. Das geht richtig übel. Nicht dein Ernst! Dankeschön. Ich wollte ihn gerade phasen. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Kannst du nur noch phasen? Ja. Bin ich immun? Munition ist alle. Meine Munition ist alle. Scheiße.
Roboter, mach nichts. Achtung, Granate. Ich hab nix mehr. Alter, ich hab null Schuss, Leute. Null. Ich hab nix mehr. Nix. Nee, Nahkampf. YOLO. YOLO. Ich will da mal weg. Das ist alles nicht sein Ernst, Mann. Voll in die edlen Teile. Okay. Was, du bist noch gestorben? Nicht sterben. Ja. Sehr freundlich von dir. Die schreit, lebe, lebe. Dankeschön, extra. Was sagt man dazu? Das machst du. Lol. Das ist unbedingt da. Wow. Ey! Boah, warum geht es nicht in meinen. Hä? Hat es jetzt einer von euch aufgehoben? Also, ich hab die nicht. Was denn? Wir laufen. Wer nicht schlecht. Oder ist sie meinem? Eine lila in der Waffe? Ja, die wurde gerade drin. Soll ich die rausschmeißen? Willst du haben? War das die, wo der gerade drin war? Ich weiß nicht, irgendeine habe ich jetzt hier aufgehoben. Aber nee, ich habe nur eine Handfeuerwaffe. Nee, ich habe sie schon. Die Bazooka hast du. Ach, das ist die, die Sonne auch hat. Halt, das ist cool. Ich finde die cool. Die, wo so Pöppel verschießt. Ach, die ist geil, ne? Vor allem für dich ist es halt geil, weil die ist halt ungenau, aber macht Schaden und naja. Oh, diese scheiß Roboterbox, ich schwöre, ich hasse die. Was war gegen die nochmal sehr effektiv? Säure. Korrosion. Immer erst die Reparaturbots, die dreckigen. Was sind noch Reparaturbots? Die fliegen in der Luft. Die reparieren die normalen Roboter einfach. Mord ist dein Hobby! Ja. Die haben schon einen riesen Antrieb. Nice. Munition aufgebaut. Oh, hinter uns ist noch einer. What? Das ist ein Reparaturdings. Fuck, ich hab meine Zunge für die Waffe. Kenn ich. Munition ist noch zwei Level. Greifrosch unterwegs. Das habe ich gebraucht. Sehr freundlich von dir. Was ist das? Also Money ist echt wenig, ne? Oh, nice Aussicht. Ah, sieht das schön aus. Die anderen kämpfen. Ich guck mir die Landschaft an. So romantisch. Das hast du gesagt. Assassins sterben nie. Niemand wird mich besiegen. Oh mein Gott, meine Harmonie ist schwarz. Typische Gewalt. Sanitäter. Fehler. Sprengkörper wird eingesetzt. Wie ist ab?
Trau dich. Wieder schlagt die Falle zu. Dein Tod liegt bevor. Was mach ich denn? Okay. Ja, vamos. Ja, so gut wie. Ja, voll die Actionmusik hier. Yeah. Dass hier nicht noch irgendwie so ein Money-Ding steht oder so. Hier? Nö. Ja. Habt ihr nicht die Waffe da oben gerade mitgenommen? Ich hab die mitgenommen, ja. Ich hab einen Punkt, ich hab einen Punkt. Ich kann skillen. Und ich skille. Dieses Fragezeichen. Was mache ich jetzt hier? Okay. Was soll's? Also, was machen wir jetzt? Dennis so. Steigert noch. So, na dann. Ja. Gehen wir. Dahin. Und retten Roland. Was? Was? Konstrukt? Ach du Scheiße. Ohne Muni. Ihr habt euch vielleicht schon gedacht, aber das Rote ist ein Stelle. Was seid? Exploder! Schieß auf die Beine! Warum sagt er dann schieß auf die Beine? Bei den Explodern. Nummer 5 lebt! Munition aufgebraucht. Reparaturbots! Zerstör sie! Nice. Nein! Verstärkung vom Mond! Bereit machen! Alter, hab ich hier Munition verschweißt? Ja. Alter, frisst der was weg. Ja. Ich mach mich unsichtbar. Yeah. Hast du es geschafft? Nein! What the f... Wie viele kann man denn da noch? 25. Mindestens drei. Alter Schwede. Abschluss. Easy. Hier, Iridium. Ich hab einen Plan, wie wir Jack stoppen. Ey, nur Munition. Nicht. Alter, na gut, 17 Schuss hab ich noch. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Oh, guck mal hier. Gott sei Dank hat Jack nicht Ruhe Kofferraum geschickt. Ach, nice. Hier liegt eine lederne Sniper, ist das nicht deine Ene? Ja, ich hab die aus Versehen getauscht. Ich Achso. Idiot. Ach, du bist voll okay. Obwohl die fast besser war. Die. Ja, die ist wahrscheinlich schon ein paar Level höher, ne?
Ja. Muss ich dann vergleichen? Oh. Ich habe ja schon Raketenwerfer, coole Sache. Ich benutze die eigentlich sind die fast nur gut für Second Mind. Wenn Riesenviecher kommen. Wenn Riesenviecher kommen und keine Munition mehr, da ist erstmal damit drauf noch. Ja, Echse. Nimm die. Feuerrate runter. Da? Da liegt eine Basuche. Mit der vergleichen. 1,4. Das geht extrem runter. War die Geschwindigkeit hoch. Magazingröße ist ja für den Arsch. Nee, dann. Ich bleib bei der lilanen erstmal. Oh, effektiv gegen Schilde. Oh, geht's jetzt weiter? Ja, jetzt können wir nach Sanctuary. Das ist ja da, wo man, Eridian benutzen kann. Ich freue mich. Ach du Scheiße, es war ein Gefängnis hier, oder wie? Da haben sie den gefangen. Ach du Scheiße, den Arm. Nee, ich hab gedacht, da haben sie den gefangen. Ach so. Da lagen noch ein paar Knochen drin. Ach ja, dann hätte ich jemanden reinschmeißen und abfangen können. Einfach so just for fun. Reinknabbern, ja. So, wir sind im Sanctuary. Erstmal direkt zum Iridiumhändler, ey. Das ist hier direkt das erste, was ich mache. Da. Was kaufst du dir? Ja, gute Frage. Holt ihr euch Rucksackslots oder? Ja. Zumindest mal auf 8. Wie 8? Wo sehe ich denn, wie viel ich jetzt schon hab? Also du siehst, wie viel du ja kaufen, also bezahlen musst. Und wie viel hast du? Ich muss jetzt das nächste, muss ich 12 zahlen. Ich auch. Rucksack okay, dann haben wir das gleich. Ich brauche auf jeden Fall Pistolen-Upgrade. Ja, ich auch. Das habe ich jetzt das Vierer mir geholt. Ach, es ist dieses dauerhaft die Anzahl der Objekte, die du in genau, auch an Munition kannst du mehr mitnehmen dann, ne? Genau. Sniper. Ich glaube, Sniper werde ich mir eins noch holen. Und ich habe einen Granatenmatch, Granatendings gekauft. Granatwerfer oder die Granaten an sich? Halt, dass ich eine Granate mehr mitnehmen kann. Oh, das habe ich mir auch jetzt geholt. Du hast dafür Iridium bezahlt, ne? Ja. Und wie viel hast du noch über? Eins. Was hast du noch alles geholt? Rucksack? Ja, Rucksack müsste ich jetzt... Ach so. Alles mögliche so hoch wie möglich, oder wie? Ja, alles. Also ich spiele eigentlich alles außer Schrotflinte, Sniper und Bazooka. Deswegen mache ich auch alles andere hoch erstmal. Okay. Ich mache eigentlich nur Handfeuerwaffe und Sniper. Im Notfall könnte ich noch... Oh, Excel. Was denn? Wiederbelebe mich. Was hast du getan? Dass ich gerade selber... Keine also Sorge, ich will das wird üben. Bloß nicht wieder blicken. Nö. Nö, ach nö. Ja, nö. Neue Stärke. Das ist auch ein Feuerwaffe. Okay, nö, dann lass ich erstmal ein Feuerwaffe. Die lachen mich aus. Nein. Was? Direkt in den und er steht so da, so, als ob nichts passiert wäre. Excel merkt es erstmal mit der Bazooka in die Luft. Excel hat nichts drauf. Oh nein. Oh. Das arme kleine Mädchen kann wieder doch nur was mit. Ohne Roboter läuft halt nichts, ne? Hallo? Was? Jetzt holt er sich den schon wieder. So, dann können wir die Quest abgeben. Basti Trap. Oha. Hey, erstmal hier verkaufen und Zeug holen, ne? Waffen, wundervolle Waffen. Das geht natürlich. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waffen. Man hat ja voll der Munition, wenn man drin ist, auf Geld holt. Aus den Händen gerissen. Ich hab alle. So. Boah. Okay. Ich brauche Munition, Alter. Hä? Ist das alles voll oder was? Gewalt. Ah, wir können hier die Waschmaschinen öffnen und gucken, ob hier Iridium drin ist. Warum ist jetzt meine Munition voll? Verstehe ich nicht. Die ist immer voll, wenn man da Upgrade holt. Dann ist sie voll. Egal, was für eine Waffe. Oh, Iridium. Nice. Hier im Schrank. Medikits!
Sag ich ja, hier ist auf der Erde. Was für ein Spoiler. Spoiler? Kann man das jetzt hier auch machen? Einige mutanten Versuchsobjekte sind aus dem Hyperion-Reservat entwischt. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sich in die Gesellschaft einzubringen, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Nutzen und Brüder, die ich geordert habe. Wir warten auf Enel. Bescheuert. War nur ein Witz. Freut mich, dich zu sehen. Danke. Jetzt solltest du sagen, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, stimmt. Ich, Ena hat keine Chance. Schön, dich zu sehen. Cool. Ja. Also, die ist voll in Lauf. Ich schieß hier gleich wild um mich. Was ist hier los? Ich hab was Neues für dich. Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen, aber ich fürchte, die flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Wie läuft's? Dann können wir hier die eine Quest abgeben. Was macht die Mission? Bist du noch an dem Job dran? Handsome Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Klar, tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Seit Jahren versuchen wir, Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Aber das reicht nicht. Aber du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke, Isis. Also, wenn wir das hier überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe. Also jetzt ist versaut hier, ne? Wir lassen Jack für eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Bist du noch an dem Job dran? Ich kann mich gern wiederholen. Was? Was? Die Kammer, die Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren, könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten. Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereits. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist. Sag mal, was habt ihr eigentlich für Pack? Das Klamottenpack, sag mal. Das sieht irgendwie aus, als hättet ihr was gekauft. Ja. Ja, also das sieht doch nicht normal aus. Was? Doch. Falls du keine Feuerwaffe hast, Markus hat vielleicht welche. Aus. Ja, dann würde ich sagen, ich will noch die anderen. Vielleicht habe ich später was für dich. Wie läuft's? Bei dem Ausrufezeichen. Ich hätte natürlich auch Ja, beug dich mal nach vorn, genau. Was? Wow, was? Sie hat das getan. Ich hab nichts für dich. Die hat sich so nach vorne gelehnt, das sah ganz komisch aus gerade. Sie hat aber mitgemacht. Ich weiß nicht. Gott, wie sieht denn die aus? Wer denn? Die hier. Na. Die wollte dich. Oh, Claptrap. Bitch. Ich hab nichts. Ja, war klar. Hat keine nichts. Neuen Missionen. Sorry. Ich habe keine neuen Jobs für dich. Dein Eifer wurde aber Na, wer schießt denn da schon wieder wie ein Wilder rum? Und wer ist schon wieder am Rumdrehen? Eine Spider-Ant hat meinen Schwager gefressen. Ich bin nicht besüchtig, was? Meins? Niemals. So. Hallo, Söldner. Ja? Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Genau. Hast du von diesen Insektenviechern namens Warkids gehört? Es heißt, diese Mutanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Die morphen? Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Dankeschön. Ausgezeichnet. Das ist eine ganz schön fette Spritze. Ich möchte, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Mhm.
Okay. Ich habe die Spritze schon genommen. Hallo. Ja, die Pizza irgendwie. Es gilt, Korbzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Was ist das denn hier? Ja, Pizza. Gut, die Entflohenen finden aus irgendwelchen Gründen Pizza unwiderstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. So. Oh. Also tatsächlich haben wir jetzt in der Stadt erstmal alle Quests gemacht. Crimson-Räder-Geschichte gefunden. Ach, ja, diese Echos. Hm. 3 von 4 stand da gerade. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, hallo, dann kommt Söldner. Nach Sanctuary. Ich habe Geld und es ist mir egal, was Jack euch erzählt tun, oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Ah. Mhm. Was ist hier? Seid ihr beim Doc? Ja. Oh, hier war mal auch noch nicht, oder? Hier in der Ecke ist es. Es ist dunkel. Ene. Was denn? Da! Was denn? Siehst du es nicht? Ach so, das da. Na gut. Ja. Ich wusste doch, da war was. Warum haben wir das vorher noch nicht gesehen? Ich hoffe, du bist geimpft. Wir wurden nicht gespoilert vorher. Ja, ich spoilere ja nicht. Ihr kennt mich ja. Ja. Hat Ene eine Truhe geöffnet? Nee. Was? Eine Truhe? Ich habe doch einen neuen Skin vorhin bekommen. Wie sieht der eigentlich aus? Was ist denn für eine Truhe? Das hier Alter, was Truhe ist denn für eine Schrulle? Der hier, Gottesanbeterin. Oh wow, ist der hässlich. Geil, ist doch voll also, hübsch. Er ist cool, also. Wenn man mal cool sein möchte, also. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Der orangene Retter. Sei vorsichtig da draußen. Fühl dich wie zu Hause in meinem Haus, das du unerlaubt betreten hast. Dankeschön. Ich habe keine Arbeit für dich. Komm später wieder. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Da. 9x490. Die haut schon rein. Naja. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders. Was stimmt denn hier rum? Ach, die ist halt da. Ah. Wo denn jetzt? Eckler hat sich umgezogen, ey. So, ja, Leute. Wie viel sind wir? Wir sind jetzt bei 30 Minuten. 33 sogar, aber. Ja, dann würde ich sagen, passt das ja voll gut. Ja, speichert das ja. Oh, hier ist noch ein Dings. Cool. Hat tatsächlich einer was gekauft? Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hankes hinter uns. Eine Warnung an ganz Pandora. Der Banditenführer Roland ist aus Hyperion Gewahrsam geflohen. Retten Sie Ihre Lieben, verstecken Sie Ihr Hab und Gut und kaufen Sie sich die schwerste Hyperion-Waffe, die Sie kriegen können. Roland ist seit der Befreiung New Havens untergetaucht. Er gilt als gefährlich und sehr, sehr, sehr schwer bewaffnet. Okay. Die waren noch gar nicht bei Scooter und dem Doktor, aber ich glaube... Ich glaube, die haben aber keine Quests, weil sonst hätten die es eigentlich angezeigt. Ich will mal kurz bei Scooter, sag nochmal Hallo. Hey Roland, hier ist Handsome Jack. Was habt ihr jetzt gemacht? Meine Männer haben eure Banditen aus Ausbruch gefällt und deine Freundin Lilith getötet. Der Mats. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Ach, Hans im Arsch. Was ist los? Dabei ist er doch so sympathisch. Also, ich finde ihn voll sympathisch. Ist er ja auch irgendwo. Was ist jetzt denn? Jetzt sind wir durch, ne? Ja, jetzt sind wir durch. Speichert das jetzt hier automatisch oder müssen wir das noch irgendwo hingehen? Das speichert, ja. Nee, das speichert. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Dann... Ja? Ja? Wie du das, ja? Wie du das machst, ja? Schöne Endszene. Ja, naja. Oh, sorry, sind wir ausgerutscht.
Ja. Guck mal, hier das schöne lederne Schild. Ich habe so einen ganz leichten Abzug hier. Was? Ach, ja. Oh, da unten der böse Finger. Oh. Was? Was du jetzt? Was? Wo steckst du den Finger hin? Weg da. Nicht mit mir. Okay, Leute. Hier noch rumgesponnen. Der Axel, der hat sich irgendwie verdünnert hier. Der redet mit dem Doktor und sagt, ich kann nicht mehr. Ich rede mit solchen verrückten Leuten. Was soll ich tun? Ich bin immer schuld. Na gut. Dann würde ich sagen, haut rein, Wein und ja. Genau. Bis zur nächsten Folge. Dieses ist jetzt ein bisschen. Siehst du, jetzt hat man ein, zwei kurze, jetzt ist mal wieder eine lange gekommen. Läuft. Richtig. Easy. Also, gucken wir mal, was da. Was ist denn das nächste, was wir machen müssen? Wir haben jetzt richtig viele Quests. Eins, zwei, drei, also, vier, fünf Stück. Wir haben richtig viele Quests. Ja, das ist cool. Fett. Dann werden wir uns vom Tundra Express über Three Horns nach oben arbeiten bis zur Hauptquest nach Plotshot Longs Stronghold. Genau. Nächstes Mal. Bye. Oh ja. Borderlands, ne? Mit Santa Nico und Team Energy. Und vielleicht noch Axel mit unserem Ziehkind hier. Vielleicht. Wie er guckt, ne? So. Tja, dann okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Vamonos, Minion! Arriba, arriba! If you catch me at the border, I go visit them and then. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I go visit them and then. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, trains. Every step I get to, I'm cooking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Don't make this awkward. High fives, everybody. Crab trap.